Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece Survival. Und ich würde sagen, wir kämpfen mit Kuma oder Bartholomäus Bär. Dum dum dum. Ja. Was gibt's zu dem Charakter groß zu sagen? Er ist ein ziemliches Mysterium. Halb Cyborg. Boah, verdammt langsam. Bam. Aber verdammt kraftvoll. Man kann A aufladen, man kann A wiederholen, Trommelfeuer und okay. Okay. Wow. What the heck? Ist er langsam. Aber. Ah, damit teleportiert man sich auch hinter die Gegner. Ja, das hat Mr. Sanjimoto gesagt. Bam, bam, bam. Wow, und das zielt ja automatisch. Haha. Damit geht's natürlich einfach. No problem there. Und dann machen wir mal Urususu Shock. Bam, okay. Bam. Und das Laser, ja, natürlich kein Problem für irgendjemanden, weil das Schaden über Zeit macht. Du gehst kaputt, please. Ihr geht kaputt, please. Und du auch. Hallo. Na, was geht? Okay. Das reicht zum Glück. Komm, ja, sehr schön. Ah, aber das Sprinten wirkt nur in der Form, wenn wenn man jemanden anvisiert hat. Sonst ist es auch ein ganz normales Sprinten oder ein leicht nach vorne teleportieren. Das ist, glaube ich, mit Abstand der mächtigste Charakter in diesem Spiel. Na doch. Bam. Hat ja auch keiner. Ach stimmt, das ist ja eine Konter. Das ist ja geil, stimmt ja. Hi. Komm, Laser. I'm firing my laser. Und hier kommt ein Urususu Shock. Bam. Das dürfte so ziemlich alle kaputt machen. Aber er braucht eine Weile zum Aufladen. Das muss man ihm lassen. Reicht das? Nein. Bam. Das aber. Bam. Ach, damit. Oh, ist ja langsam. Eins. Come on. Ah, gut, noch aufgeladen hier. Ich dachte schon. Laser. Das wirkt bei mir nicht. Ich kann alles reflektieren. Okay, das war's schon? Ja. Bam. Und hier auch. Haha. Auch die CP9-Agenten. Ah, no match for me. Na komm. Ja. Reflect everything. Komm. Ja, gut. Noch geschafft. Hi. Nochmal ein Urususu Shock, weil es so schön war und weil es mir sehr viele Gegner auf einmal vom Hals schafft. Komm, mach irgendwas. Na, leider funktioniert das bei Fernangriffen wohl nicht so wirklich. Haha. Bom. Yeah. Nein. Okay. Urususu Shock. Dürfte das alle killen? Eventuell. Nicht ganz. Einer bleibt übrig für meinen Laser. Aber 3 Minuten 53 ist definitiv der beste Charakter, auch wenn er extrem langsam ist. Aber gleichzeitig auch sehr schnell. Ihr wisst, was ich meine. Sehr schön. Komm.
Ladescreen ist gerade ein bisschen langsam. Okay, meine Festplatte lässt zu langsam nach. Dann kommt jetzt die beiden Amok-Formen. Amok-Chopper erstmal. Ich mache immer so zwei pro Folge. Wenn ich es natürlich schneller schaffe, dann kann ich auch ruhig drei machen. Huch, keinen Schluck auf, bitte. Haben noch eine lange Aufnahmesession vor mir. Schupp. Sehr schön. Und was kannst du? A, Trommelfeuer und 10A. Huch. Bam. Ach stimmt, das war das. Bam, 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 bam. Einfach weiter draufhauen. Boah, das zerstört nicht mal mit einem Schlag. Okay. Komischerweise kostet das Trommelfeuer nicht mehr SP. Was sehr komisch ist, finde ich. Bam. Der ist wiederum recht langsam. Aber hat natürlich eine schnelle... Ach, sprinten kann er auch nicht. Okay. Bam. Eine schnelle... Breakpoint, wollte ich sagen. Schnelle Möglichkeit, alles wieder aufzuladen. Aber man darf nicht vergessen, dass es eigentlich nichts bringt, weil seine 10A-Attacke, glaube ich, nur Single-Target ist. Right? Du auch. Aber mit großen Menschen, Gegnergruppen, kann er am besten umgehen. Eindeutig. Er macht aber relativ wenig Damage. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bam. Und dann macht so alles kaputt. Bam und dann und dann und bam. Einmal alle aus der Luft grapschen. Und so kann er sich tatsächlich am schnellsten fortbewegen. Was irgendwie komisch ist. Du bist auch tot. No, du kriegst mich eh nicht. Umwerfen kann er, kann eh niemand ein. Na gut, ich mach mal die Superattacke. Aber ich glaube nicht, dass das bringt. Oder? Ja, einen Gegner. Na gut, ein bisschen mehr als einen Gegner. Passt schon. Aber ist insgesamt dann trotzdem nicht so wirksam wie seine normalen Angriffe. Deswegen Kampfesrausch mir hier völlig egal ist. Come on. Und die SP einzusammeln ist sowieso... nervig, ohne Ende mit ihm. Du, tot. Du, tot. Ihr alle. Einfach nur tot. Genau. Yeah. Rampaging Chopper, wie es sich gehört. Und wahrlich rampaged. Bam, 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 bam. Ich muss das ja immer noch in der Folge zeigen, wie man den aktiviert. Dazu muss ich aber erstmal Chopper auf Entschlossenheit Level 5 bringen. Aber er soll sowieso nicht so gut sein wie Rumble Ball an sich. Deswegen, dass eigentlich komplett egal ist, ob ich das jetzt so zeige oder nicht. Bam, 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 bam. Was ich auf jeden Fall zeigen werde, ist Nightmare Luffy in Unlimited Plus 2. Weil da habe ich ihn nämlich auch schon ohne irgendwelche Hilfe geschafft zu aktivieren. Ganz zufällig. Bam, bam. Come on. Faster. Die Zuschauer wollen noch einen Charakter in dieser Episode haben. Dafür, dass Warpool gestern alleine stand. Weil ich für ihn einfach mal... zu viel Zeit gebraucht habe. Du auch. Bam, 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 bam. Da gehört ehrlich gesagt wenig Skill dazu. Nochmal. Please. Hi. Tot. Alle tot. Ah, da hinten sind noch welche. Okay. So. Tot, tot. Ja. Yeah. Nächster Gegner. Kampfesrausch. Und der auch. Und einfach weiter draufhauen. Noob-Charakter. Naja. Gibt es in League of Legends auch ein paar. Aber, und das ist eigentlich einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe. Die Charaktere sind ja sowieso nicht balanciert für den Multiplayer oder zum selber spielen.
Dadurch, dass sie ja eigentlich Bosskämpfe sind. Was nicht schlimm ist, weil die Bosskämpfe natürlich genial sind, aber im Multiplayer ist das Spiel halt wirklich nicht gut. Weswegen ich ihn auch nicht zeige übrigens. Dum, 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 dum. Bei Unlimited Adventure habe ich ihn, glaube ich, mal gezeigt. Aber auch da bin ich kein großer Fan des Multiplayers. Bam. Wenn man Multiplayer One Piece spielen will, spielt man Grand Adventure oder Grand Battle. Die sind übelst gut. Und auch balanciert einigermaßen. So gut wie es halt frühere Spiele balanciert waren. Ich meine, so viel Wert haben wir da jetzt auch nicht drauf gelegt. Siehe die ganzen Dragon Ball Z Spiele. Die sind ja übelst unbalanciert. Ah, ich glaube, für den dritten Charakter reicht es aber nicht. Dum, 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 dum. Komm. Damit, aber ich bin gleich fertig mit dem hier. Ja, das ist doof. Dum, 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 dum. Einfach weiter draufhauen. Wenn man die Zammer hintereinander aktivieren kann, dann kann man direkt auf den Leichen der Gegner rumtrampeln. So. Ja, auch noch. Okay. Lade ich bitte auf. Ich mache noch einmal die Superattacke, einfach weil ich es kann. Bam. Aber bringt nichts. Bringt wirklich nichts. Und der Sprint- und Art-Trick, wo man die Animation abbricht, wo mir Mr. Sanjimoto gesagt hat, kann man hier natürlich nicht machen, weil der keine Sprint-Attacke hat. Weil der nicht mal sprinten kann. Bam, bam, bam. Okay. Auch noch bitte. Hallo? Dein Schild ist extrem gut. Mich wundert es ja, dass Frankie nie eine Delle in seinen Metallkörper bekommen hat, weil er ein Android ist oder ein Halbandroid. Ich meine, er hat ja schon gegen einige schwere Gegner gekämpft, aber sein Körper ist offenbar ziemlich hart. Uhu! 6,25, ja, geht. Dann haben wir ja nur noch die Crew übrig, inklusive Nightmare-Form der Crew, die jetzt leider nicht mehr in dieser Episode passt. Schade. Dum, dum, dum. Jo, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Nightmare Luffy und die restliche Crew. Ich würde sagen, wie spielt man eigentlich die beiden hier frei? Was sind das überhaupt? Für welche? Boss Rush würde ich mal wahrscheinlich sagen, aber ich könnte jetzt gerade auswendig nicht mal sagen, welche Charaktere das sind. Weil Ace fehlt. Ne, Ace haben wir. Nö, keine Ahnung, was das für zwei Charaktere sind. Aber vielleicht wirklich durch den Boss Rush. Naja, ich würde sagen, falls euch gefallen hat, liken, falls euch sehr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute.